Restaurant. Hab doch gesagt, es funktioniert. Sprengt die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard! Haben Sie Kontakt zum Explosionsbereich. Wärmeabtastungen zeigen mehrere Explosionsquellen. Ende. Bestätigt, Air Tiger 3. Anscheinend hat Mr. Cobblepot beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Wird interessant sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Bestätigt. Air Tiger 3, Patrouille fortsetzen. Ende. Tigerzentrale hier, Air Tiger 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Lebenszeichen? Tigerzentrale hier, Air Tiger 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Leben? Tigerzentrale hier, Air Tiger 5. Immer schön Nebenmission machen, Jungs. Boah, ich rede zu wenig gerade, fällt mir gerade so auf. Immer schön Nebenmission machen. Ist doch auch sehr spannend. Ja. Das ist somit das Wichtigste, damit ihr. Dass wir das geschafft haben. Genau, Punkte kriegt. Mann, ich dachte, wir seien erledigt. Vorsicht, Batman ist hier! Nee, echt jetzt? Blitzmerker sehen das ja. Wenn das so spannend ist, warum gehst du denn gerade? Oh. Nichts, ich meine, die Sauerstoffmangel. Aha. Nichts explodiert einfach so. Hast du da drüben jemanden rumfuchteln sehen, bevor alles in die Luft flog? Es waren ein paar Leute da, vielleicht waren es die Jungs von Pinguin. Was? Ich sagte, dass ich vielleicht ein paar Jungs von Pinguin gesehen habe. Mann, Joker wird vielleicht sauer sein. Na, Joker wird sauer sein. Ist uns aber egal. Ach, sei dann nur. Oh nein, wo sind sie nur abgeblieben? Könnte es sein, dass ich, der Riddler, mir all diese armen, dummen Narren geschnappt habe, während du etwas anderes zu tun hattest? Wohin hast du sie gebracht? Fragen über Fragen, nein, dabei bist nicht du derjenige, der Antworten braucht, sondern ich. Du löst meine Rätsel und ich sag dir, wo sie sind. Beantworte meine Fragen und sie bleiben am Leben. Und sollen wir beginnen? Ich bin ein Instrument, dessen Musik immer von Herzen kommt. Was bin ich? Sehr gut. Siehst du, du kannst es. Wenn du genug von meinen sorgfältig erdachten Rätseln löst, verrate ich dir, wo der Rest meiner Geiseln ist. Die erste ist im Gerichtssaal. Ich schlage vor, du beeilst dich. Vielleicht ist er ja bereits verurteilt worden. Werd nicht so selbstsicher, Dark Knight. Tief, tief verborgen, in ganz Arkham City, sorgen meine Leute dafür, dass ich stets über die Pläne der anderen Superschurken auf dem Laufenden gehalten werde. In diesem Moment sorgt einer von ihnen dafür, dass dich draußen ein Empfangskomitee erwartet. Natürlich. Ey, ich finde das Spiel so geil irgendwie. Du hast am Ende so viel zu tun ja nebenbei. Es ist halt wesentlich mehr als Arkham... Asylum. Ja, du hast so hier die ganzen Superschuhe, du kämpfst gegen Riddler, du kämpfst gegen Pinguin, also richtig geil. Ich sagte es doch, Batman ist hier. Verstehe ich nicht. Woher wusstest du das? Das ist unwichtig. Töte ihn! Kein Problem. Alles klar.
Ey. Nee, nicht. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts! Ich sag dir alles, was du wissen willst! War mir ein Vergnügen. Cool. So cool. Nicht schlecht. Hoch. Wen ist Geschichte? Wenn der Pinguin nicht hat, wurde er längst vom Joker erledigt. Was ist los? Seid ihr euch noch nicht sicher, ob ihr uns erzählen wollt, wohin euer potthässlicher Boss abgehauen ist? Angeblich musste Batman nur Bu sagen, damit er sich in die Hose macht. Witzig. Das wird euch leid tun. Euch allen. Was macht Batman hier? Huch. Das war grad nicht. Batman, er tritt ihn in die Ärsche. Schnappt ihn! Oh, das ist ein Riddler, ey. Hast du es gesehen? Immer über die Schulter geschmissen und dann weggetreten, aber. Au. Oh, es ist knapp. Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was er befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. Grüner dabei. Das ist jetzt nicht wichtig. Ihr müsst nur wissen, dass wir diesen Trottel im Auge behalten sollen. Was hat er getan? Keine Ahnung. Der Boss weiß es. Er hätte es dir gesagt. Hat er aber nicht. Also, es gibt keine Verschwörung. Wir sind ein Team, richtig? Wir arbeiten zusammen und tun, was uns gesagt wird. Ich schätze ja. So. Grüße. Batman! Es ist Batman! Riddler, rede! Oh Mist! Okay, okay, ich helfe ihm nur! Danke für die Hilfe. So. Ich wollte es nicht. Er hat mich gezwungen. Er hatte meinen Freund. Er hat ihm ein Messer ins Bein gerammt. Es ist meine Schuld. Aber er wollte ihn töten. Riddler hat das getan? Er ist verrückt. Er hat mich gezwungen, sie aus der Kirche zu schaffen. Er sagte, sie würden sonst alle sterben. Ich hatte Angst. Er gab dir die Schuld für alles. Ich gebe mein Bestes. Er meinte, dass ich dir was ausrichten soll. Er war da sehr, sehr deutlich. Es sind nur ein paar Zahlen. 275. 275325. Keine Ahnung, was sie bedeuten. Das klingt nach einer Funkfrequenz. Das stimmt, Don. Die... Ich bin mal da unten.
Guck mal, der grüne Punkt da unten links. Vielleicht? Nee, das ist das vom von Dings. So. Endlich! Ich werde meinen Teil der Vereinbarung jetzt wohl erfüllen müssen. Ein Rätsel für die Fledermaus. Kannst du es lösen? Hast du rausgekriegt, was die Zahlen bedeuten? Ja, es ist nur eins von Riddlers Spielchen. Er hat ihnen was gegeben, oder? Ja, ist nur ein Kästchen. Keine Ahnung, wozu es gut ist. Ich komme schon dahinter. Sie sollten zurück zur Kirche gehen, da sind sie sicherer. Dieses Rätsel. Wenn du mich kennst, willst du mich teilen. Doch wenn du mich teilst, verschwinde ich. Was bin ich? Ein Geheimnis? Wenn du das sagst. Toll, Dark Knight. Du hast es geschafft. Wie ein Kind, das seine ersten Schritte macht. Ich sollte dieses Wunder honorieren, indem ich dir den Aufenthaltsort von einer Person aus dem Ärztestab verrate, die verzweifelt um Hilfe schreit. Was sind das hier? Na, das sind Thriller-Trophäen. Und das? Rätsel. Catwoman-Trophäe. Alles klar. Riddler treibt in Arkham City sein Unwesen. Er hat die Wachen aus der Kirche als Geiseln genommen. Soweit ich mich entsinnen kann, saß er, seitdem sie die Polizei von Arkham Island aus zu ihm geführt haben, in Haft. Was will er? Rache. Er übermittelt mir Frequenzen und gab mir ein kleines Gerät, mit dem ich seine Rätsel dekodieren kann. Sie führen zu bestimmten Punkten auf der Karte von Arkham City. Ich lasse dich wissen, wie ich vorankomme. Wir sind halt voll auf dem Sprung vom Riddler, vom Riddler. Was haben wir denn hier? Das ist von Bane. Die Dinger. Ich muss immer die Geiseln als aktuelles Ziel auswählen. Ja, aber ist ja eine Nebenmission, nicht nur. Die Fledermaus. Backen vor der Hey. Na, du noch. Bam. Wir sollten sie erledigen. Lukas Jungs eine Lektion erteilen. Schöner, was Riddler-mäßiges. Aufgerissen haben, schon vergessen. Das ist genau das, was diese Volltrottel glauben sollen. Der kommt wieder und bis dahin. Es ist Batman! Nee, echt jetzt!
vor allem den eiskalt gegen die Wand gehauen und dann weggegangen. Das wird leicht, Fat Freak. Oh, F1. Das wird immer mehr. Ja, ne? So, das würde ich mir echt als Superman-Spiel wünschen. So mit in Metropolis rumfliegen und so. Egal, was du draußen gemacht hast. Hier drin gehörst du mir. Und wenn ich mit dir fertig bin, wirst du mich anflehen, dich kalt zu machen. Oh Gott, bitte. Tu das nicht. Vielen Dank, Batman. Stufe. Wir sind schon dabei. Meine nur. Was müssen wir jetzt machen? Die Geisel befreien, aber ich finde die gerade nicht. Die Karte. Ah. Ah. Ah, so. Wir sind nicht umsonst World Greatest Detective, ne? Ja, das Fragezeichen war jetzt auch nicht unbedingt unauffällig. Ja. Hast du dich also endlich dazu entschieden, hier aufzutauchen? Lass sie frei, Riddler. Sie sind unschuldig. Sei nicht albern, Dark Knight. Sie würden jetzt nicht in diesem Schlamassel stecken, wenn sie auch nur ein einziges Mal etwas vorausschauender gehandelt hätten. Oh. Also, wenn du den Raum vor dir löst und dir weitere Herausforderungen bestehst, kannst du sie retten. Wenn nicht, werden sie sterben. Dann wird sich zeigen, ob ihnen überhaupt jemand nachtrauert. Du bist wahnsinnig. Nein, das würde ja bedeuten, dass ich irgendeine Geisteskrankheit habe. Mir geht es bestens. Oh, und ja, ich kann dich sehen, Batman. Und ich freue mich bereits auf dein Scheitern. Gut gemacht, Dark Knight. Du hast es tatsächlich geschafft, eine Tür zu öffnen. Hey, Batman! Du musst mir helfen! Ich würde vorschlagen, die Dinge auszuschalten, hä? Wow. Bitte, Hilfe! Du wirkst verändert. Oh, sehr gut, Ben. Das ist die Enigma-Show. Scheiße. Also so geht's schon mal nicht. Überrascht mich nicht. Ich wusste, dass ich besser bin als du. Das ist das, was ich meine, diese aktuellen Missionsziele, dass sie nochmal so angezeigt werden. Ja. Das finde ich irgendwie ganz cool. Bist du etwa zu blöd, um eine einfache Tür zu öffnen? Nee, ich hab es gerade hier noch offen. Willst du das schaffen, was ich noch geplant habe? Gut gemacht, Dark Knight. Du hast es tatsächlich geschafft, eine Tür zu öffnen. Hey, Batman! Du musst mir helfen! Was mit den Sicherungskasten aus sich? Du wirkst verändert, Batman. Es ist, als hätte jemand einen Schalter bei dir umgelegt.
sehr gut, Batman. Wie ich sehe, beginnst du... Mach mich von dem Ding los! Ahne dich im Glanz deines kümmerlichen Erfolges. Wird dein letzter gewesen sein. Das ist die I. Du gehst hoffentlich nicht davon aus, dass alle meine Rätsel so einfach sind. Bitte, Hilfe! Wie ich sehe, ziehst du es vor, meine Rätsel zu lösen, indem du betrügst. Vermutlich sollte ich nicht so enttäuscht von dir sein. Es war absehbar, dass du sie auf diese Weise lösen würdest. Werd jetzt bloß nicht selbstgefällig, da. Gut, festhalten. Dieser Raum war einer von den leichten. Toll, ich hab den Raum noch mal geschrien gekriegt, ey. 625-925. 625-925, er meinte zu mir, dass ich dir das sagen soll. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber er sagte, dass er die anderen umbringt, wenn du nicht tust, was er will. Wieso sagt er dir nicht einfach, was er von dir will? Weil er verrückt ist. Was du nicht sagst. Und es wäre zu einfach. Mhm. So, 6... 9 Stück. Zu früh, Dark Knight. Die fehlende Zutat im Geiseleintopf sind Geheimnisse. Und davon hast du einfach nicht genug. So, da haben wir also ein bisschen auf den Spuren des Riddlers gewandelt. Gucken wir doch mal, was auf der Karte angezeigt wird. Da ist ein Riddler-Trophäen. Da drüben hat es ein Rätsel noch. Genau. Dann wir wegen uns erstmal hier hin und machen die zweite Tampehälter kaputt. Dann da. Zumindest den erstmal, genau. Vielleicht mit deinem kritischen Pizza? Sag uns, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er steht. Aber ich kann mich umhören. Vielleicht wissen die anderen was. Okay, könnte funktionieren. Gott sei Dank. Gebt ihm noch ein bisschen und lasst ihn dann laufen. Was? Wir müssen sicher sein, dass du zurückkommst. Das ist unsere Art zu zeigen, was dich erwartet, wenn du uns verscheißerst. Wer will Mr. Freeze? Wo ist er? Ich weiß gar nichts. Bitte! Wir wollen Freeze. Ja, ja! Bitte hör auf, mich zu schlagen! Dann bin ich nicht gut. Ganz toll. Ja, ne? Dahinter müssen wir. Hm? Trefft eine Entscheidung. Seid ihr gut genug, um für Pinguin zu arbeiten? Oder seid ihr einfach nur feige? Wie sieht's aus? Das ist nichts mehr drin. Ach, Manu. Ich geh zu Pinguin. Ich hab Joker schon immer gehasst. Ich auch. Gut, dann müsst ihr nur noch die Prüfungen überstehen. Anscheinend verschärft Pinguin die Sicherheitsmaßnahmen. Sein Museum ist schon die reinste Festung. Stimmt, dass Batman hier ist, hat ihm vermutlich doch Angst eingejagt. Möglich. Pinguin ist wohl eher ein feiges Huhn. Echt lustig. Hätte nie gedacht, dass du ein Komiker bist. Was ist lustig? Weißt schon, Pinguin, Huhn, sind beides Vögel? Ihr seid beide Idioten. Jetzt haltet... Du kannst mich mal. Da mache ich nicht mit. Protokoll 10 ist in 7 Stunden in Kraft. Wir machen gar nichts! Nicht schießen!
Bitte nicht schießen! Es ist die blöde Fledermaus! Das täuscht. Sieht nur so aus. Du brauchst dich wohl nicht wie ein Mann zu kämpfen, Batman. Na klar, jeder weiß, er fürchtet sich vor mir. So nehmen wir nicht etwas davon. Bist du blöd oder was? Batman, es ist Batman! Noch blöder könntest du nicht landen, ja, ne? Ja, ich bin dumm gefallen. Ich würde zu Hause vorm Fernseher sitzen. Wenn du hinter denen auftauchst und sie dann so... Dieser Titanbehälter ist gut geschützt. Ich werde ihn nur mit Explosivgel zerstören können. Hinter denen, nicht vor denen. Scheiße! Ja, Schatz, das macht doch das mal so einfach, du. Du hättest ja nur in der anderen Richtung runterfallen müssen. Das fiel mir jetzt auch gerade auf. Schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. So eine Scheiße. Oh.